Wir erklären euch heute etwas über die Schule im Dritten Reich. In der Schule ging es allgemein nicht nur um Bildung, sondern die Kinder sollten gehorsam und mit viel Sport aufwachsen, um später den Wehrdienst perfekt auszuführen. Auch wurden die Kinder zu echten Nationalsozialisten erzogen. Sie sollten zu gehorsamen und willenslosen Anhängern des NS-Regimes werden. Neben der sehr wichtigen Schule gab es auch noch die Hitlerjugend. Diese war für Hitler noch wichtiger. Ein Zitat aus dem Buch Mein Kampf von Adolf Hitler erklärt das Bildungsziel sehr genau. Der völkische Staat hat seine gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. Die Klassenzimmer. In jedem Klassenzimmer waren Bilder des Führers Adolf Hitler. In diesem Beispiel sind es zwei, sie sind mit den Pfeilen markiert. Auch hingen Fahnen mit Hakenkreuzen an den Wänden und ein Jesuskreuz. Das Pult des Lehrers war wie ein Thron erhöht, während die Bänke der Schüler am Boden festgeschraubt waren. Die Lehrer waren sehr streng und der Führer der Klasse. Alle Lehrer mussten in den Nationalsozialistischen Lehrerbund eintreten, der großen Einfluss auf die Erziehung hatte. Die jüdischen Lehrer durften nach der Machtergreifung Hitlers gar nicht mehr unterrichten. Die übrigen Lehrer mussten die Ideologie zu 100% vertreten. Hier haben wir ein Beispiel, wie eine Matheaufgabe damals ausgesehen haben könnte. Die Instandhaltung eines Behindertenheimes kostet 5000 Reichsmark pro Jahr. Wie viele Kilometer Autobahn könnte man dafür bauen? Die Lehrer durften die Schüler schon bei Kleinigkeiten bestrafen, beispielsweise wenn sie unflüssig lasen oder jemand stammelte, wurden sie mit einer Backpfeife oder ähnlichem bestraft. Eine sehr schmerzhafte Bestrafung war es, wenn sie mit einem Stock auf die Fingerknöchel geschlagen wurden. Die jüdischen Kinder wurden von den Lehrern und den Mitschülern systematisch ausgeschlossen. Sie wurden mit Judenstern gekennzeichnet und mussten später dann auf eigene Judenschulen. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurden sie nur noch in jüdischen Gemeindehäusern unterrichtet. Nach Kriegsbeginn wurden sie vom deutschen Staat gar nicht mehr unterrichtet. Die Mädchen wurden getrennt von den Jungs unterrichtet. Bei ihnen lag der Schwerpunkt eher beim Kochen und Putzen, da sie es später waren, die den Haushalt regeln mussten. Dazu wurde auch großer Wert auf die körperliche Ertüchtigung gelegt, da sie gesunde Kinder zur Welt bringen sollten. Der Giftpilz. Der Giftpilz war ein Buch für die Kinder, in dem ihnen gezeigt wurde, warum die Juden schlecht waren und woran man sie erkennen könne. Dazu haben wir ein Zitat aus dem Buch. Die Welt erwacht in Judas Ketten, Deutschland alleine kann sie retten. Deutsches Denken und Deutschsein wird einst die ganze Welt befreien. Sieg Heil. Neben den normalen Schulen gab es auch noch die Adolf-Hitler-Schulen. In ihnen wurde die Elite der Nationalsozialisten ausgebildet. In Adolf-Hitler-Schulen durften nur Kinder, bei denen die Eltern bei der NSDAP aktiv waren, es in der ganzen Familie keine Behinderungen gab, die Sippe also komplett erbgesund war und Kinder, die sich in der Hitlerjugend bewährt haben. Adolf-Hitler-Schulen waren immer Internate. So, und jetzt habt ihr viel über die Schule im Dritten Reich gelernt.